Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wieder zur Winterzeit in Hallo Kontrafunk. Sie hatten jetzt zwei schöne Wochen mit Birgit Kelle. Ja, jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Der Winter ist wieder da. Sowohl am Mikrofon als auch draußen im Garten, habe ich den Eindruck, ist der Winter wieder eingezogen. Ja, schöne Grüße, liebe Birgit, an dich. Da wir ja immer so räumlich getrennt sind, treffen wir uns so selten. Ich war aber jetzt bei ihr im Garten und habe sie interviewt. Das war sehr, sehr schön. Also von dieser Stelle aus, Birgit, viele Grüße. Und wir sind ja jetzt live auf Sendung für unsere Hallo Kontrafunk Telefonsendung, also tatsächlich live. Sie können mich anrufen, ich gebe sofort die Nummer raus, 00800 00900 900. Das ist eine kostenlose Nummer aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland selbstverständlich. Rufen Sie also eifrig an. Sie kennen mich ja vielleicht auch von den Straßenumfragen. Da haben da manche Leute Angst vor mir, weil sie denken, sie werden veräppelt. Das ist hier nicht so. Das ist auf der Straße nicht so. Aber es ist hier auf gar keinen Fall so, denn ich möchte Sie ja kennenlernen. Ich möchte hören, was die Hörer des Kontrafunk zu sagen haben. Wir können hier alle Themen diskutieren, die Sie interessieren. Mich persönlich interessiert aber heute die kleine Eiszeit. Also ich habe jetzt immer noch in meinem Arbeitszimmer kalte Füße, so wie im Winter, obwohl es Mai ist. Es fühlt sich an wie März. Und da frage ich mich schon mal, ob die kleine Eiszeit, von der die Presse in den 90er Jahren oft geschrieben hat, nämlich dass die jetzt käme und dass 30 Jahre lang kalt wird, mit minus 5 Grad weniger global, das war damals eine große Story. Und da muss ich in letzter Zeit dran denken. Haben Sie davon gehört und was halten Sie davon? Das würde mich interessieren, ob Sie das schon mal auf dem Schirm hatten, die kleine Eiszeit. Die Telefonnummer ist 00800 00900 900. Und jetzt, wenn Sie ans Telefon gehen und eifrig wählen, hören wir bis dahin noch ein klein bisschen Musik. Ja, das ging ja jetzt schnell. Ich freue mich sehr. Frau Pastors ist in der Leitung. Ja, hallo Frau Pastors. Ja, hallo Herr Winter. Hallo. Ich beziehe mich eigentlich auf die letzte Sendung, also von voriger Woche von Frau Kelle. Ich habe sie leider nur zeitversetzt hören können und sie hatte anmoderiert mit dem Thema Demonstration in Hamburg und diese Kalifat-Geschichte. Ja, und dann habe ich eigentlich vermisst, dass den Aufschrei der Frauen. Kein Anrufer hatte sich darauf bezogen. Und ja, das liegt mir richtig im Magen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe zwar schon stramm auf die 70 zu, habe einen großen schwarzen Hund, habe also nichts zu befürchten. Aber ich habe eine hübsche Tochter und drei Enkelkinder, davon zwei Mädchen. Ja. Und ich möchte gerne, dass diese Mädchen so frei aufwachsen können, wie ich es konnte und wie meine Tochter es konnte. Und dass sie nicht sich irgendwelchen religiösen Geschichten unterwerfen müssen und in Ruhe zur Schule gehen können, ohne Gewalt zu erfahren. Also da verstehe ich die Frauen nicht, warum die nicht jetzt alle laut aufschreien. Ja, die sind natürlich in einem Zielkonflikt, ja. Also wenn man Multikulti und Flüchtlingsaufnahme und Menschlichkeit an die erste Stelle gesetzt bekommt, sage ich mal, von der Politik über Jahre, dann gibt es natürlich einen Zielkonflikt. Wenn dann die Flüchtlinge oder wer auch immer da jetzt im Spiel ist, Kalifatsforderer oder sowas, wenn die dann eben sich nicht so liberal gebärden und so tolerant und den Frauen gegenüber so gut gebärden, wie man sich das wünscht, dann was tun? Ja? Was soll man da sagen? Denn wenn Sie jetzt kommen und sagen, ich möchte, dass es hier sicherer wird, ich möchte, dass auf die Leute aufgepasst wird, dann sind Sie wahrscheinlich dann eher rechts. Ne? Ja, aber es ist doch eine Sache der Politik. Also ich lasse mir meinen Bubble nicht verbieten und sage das auch ganz eindeutig. Ich möchte diese Art von Gesellschaft nicht haben.
weil das geht doch irgendwo nicht, dass wir uns da unterwerfen müssen. Jetzt beziehe ich mich nur auf die Frauengeschichte. Alles ja. andere, was sonst noch so läuft, ist ja auch ganz schlimm. Aber gerade wir Frauen, wir müssten doch jetzt alle wach werden. Und ja. ich verstehe auch die weiblichen Politikerinnen nicht. Dann soll Frau Roth, die doch das alles so toll findet, sich verschleiern. Warum macht sie das nicht? Na, das macht sie ja immer nur im Iran. Ich begreife das nicht. Ja, das macht sie immer nur im Iran und zwar mit wachsender Begeisterung. Ja, ja, genau. Also das ist, keiner will sich aus dem Fenster lehnen. Ja, wenn sie jetzt kommen, ich habe Angst. Was machen wir denn mit den ganzen Zuwanderern? Was ist denn jetzt? Wie werden wir der Sache Herr? Und es gibt keine Antwort darauf. Ja, was tun? Also dann wählen ganz viele Leute eben das Schweigen. Und das ist wahrscheinlich, was sie stört. Ja, das ist aber nicht richtig. Ja, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Ja. Das wollte ich eigentlich nur mal loswerden, Herr Winter. Sehr gut. Ja, wir sitzen in einem Boot, denn ich habe 3 Töchter. Ja. Und ein bisschen Probleme mit meiner jüngsten Tochter, die, sag mal so, gerne aufreizend in die Disco geht. Ja, und zwar ins Frankfurter Bahnhofsviertel, ja, in die berühmte Disco da. Und ich sitze dann zähneklappernd zu Hause. Und die steht auf dem feministischen Standpunkt. Wenn ich mich aufreizend kleide, dann ist das, wenn die Jungs damit nicht zurechtkommen, ist es ihr Problem. Ja, und das sage ich, das kann ganz schnell dein Problem werden, genau. Wenn die sich nicht danach richten, nach deiner liberalen Haltung. Also wenn die Mädels im Sommer sagen, ich ziehe mich an, wie ich will, mir ist halt warm, ja, das kann natürlich nach hinten losgehen. Also ich bin in derselben Situation. Ja, Ja, genau. Man hat dann einfach Angst. Man hat einfach Angst. Gut. Ja. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt keine Frau bin, aber wie gesagt, ich habe da eine gewisse Verbindung dazu durch meine Töchter. Also ganz herzlichen Dank für diese Anregung, liebe Frau Pastors. Ja, und da habe ich nämlich schon den nächsten Anrufer in der Leitung. Das ist ja ganz toll. Das geht heute hier wie geschnitten Brot. So muss es natürlich auch sein. Und zwar den Herrn Lehmann. Hallo, Herr Winter. Hallo. Herr Winter, ich glaube, wir sind uns schon öfters begegnet. Aha. Ich war früher jeden Freitag Mittag in der Schillerstraße gegenüber von der Börse auf dem Wochenmarkt. Ja. Ich habe mir da was zu essen gekauft und ich glaube, da habe ich Sie öfters gesehen. Kann das sein? Ja. Und ich habe Sie nie erwischt. Nein. Haben Sie nie zu mir? Ah, oh, da haben Sie aber Glück gehabt, weil ich war ja immer am Schillermarkt und da ist, wenn Sie da öfter waren, die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, war natürlich relativ hoch, nicht? Ja, genau. Ja. Aber mein eigentliches Thema, das sind die bevorstehenden Wahlen. Ja. Ich war bei der letzten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, hier in Worms, Mitglied im Kreiswahlausschuss. Ja. Und da habe ich mir erlaubt, am Freitag vor der Wahl ins Rathaus zu gehen und mich zu erkundigen, wie denn die Briefwahlunterlagen verwahrt werden oder wie überhaupt mit diesen Briefwahlunterlagen umgegangen wird. Ja. Und da habe ich einige bemerkenswerte Feststellungen gemacht. Also man hat mich dann in den Keller geführt. In dem Keller waren 4 Leute damit beschäftigt, die Wahlbriefe in Karteikästen einzuordnen. Ja. Ich habe dann gefragt, wer sind denn diese 4 Leute, diese 4 Männer? Und da konnte mir keiner so richtig eine Auskunft geben. Ich habe dann weiter gefragt, gehören die einer Partei an? Habe ich auch wieder keine Auskunft bekommen. Dann habe ich gefragt, wie viele Schlüssel gibt es denn zu dem Keller? Ja. Das wusste auch niemand. Und dann habe ich weiter gefragt, wer hat denn alles einen Schlüssel zu diesem Keller? Konnte man mir auch nicht sagen. Ach du lieber Gott, ja. Dann habe ich weiter festgestellt, dass auf diesen äußeren Umschlägen, also das waren, glaube ich, orangene Umschläge, waren fortlaufende Nummern geschrieben worden. Ja. Und ich habe dann gefragt, wegen Sinn haben denn diese Nummern? Ja. Und konnte man mir das natürlich auch nicht richtig sagen. Also für mich hat sich das so dargestellt, die Nummer ist immer zuordnbar, in dem Fall, denke ich, zu einer Person. Aha, ja, okay. Ja, also für diese Nummer war kein Feld auf dem Kuvert vorgesehen. Von daher ist das eigentlich schon vom Gesetz her unzulässig. Also irgendetwas zu markieren, was mit Wahlen zu tun hat, das ist gesetzlich nicht zulässig.
Absolut. Sie sprechen da ein wichtiges Problem an, denn die Briefwahl ist ja eigentlich ursprünglich ein Notmittel gewesen für Leute, die das Haus nicht verlassen können und krank sind oder zwingend verreist. Das wird ja jetzt zunehmend zum Normalvorgang. Die Leute sagen sich, ach, ich wähle vorher mit Briefwahl, und mit diesen Briefen kann man natürlich ganz anders umgehen. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen auf der Straße mit einer Wahlhelferin, die ihr Bedauern geäußert hat, dass sie die AfD-Wahlzettel nicht beseitigen darf. Ja? Und der Grund, warum sie es nicht tat, war nicht innere Überzeugung, sondern die Tatsache, dass sie überwacht wurde im Wahllokal. Das heißt also, die Bereitschaft, da einzugreifen, besonders dann, wenn es darum geht, die Wahl zum Beispiel der AfD um jeden Preis zu verhindern, so wie bei Trump in Amerika, da sind bestimmt einige Leute sehr fantasievoll unterwegs. Ja, genau. Also das habe ich auch festgestellt. Ich gehe ja im Prinzip jedes Mal nach einer Wahl dann abends nach 18 Uhr ins Wahllokal und beobachte die Stimmenauszählung. Gut. Und da ist mir einmal aufgefallen, dass bei der Sortiererei plötzlich einer AfD-Stimmen mit auf den Stapel von der SPD gebracht hat. Und dann wurden nur noch diese Stapel, diese einzelnen Stapel, wo jeder Stapel eine bestimmte Partei darstellte, wurden dann gezählt, und dann wurden halt die AfD-Stimmen mit bei der SPD gezählt. Ich habe dann natürlich auf diesen Fehler hingewiesen, aber das war natürlich ein reines Versehen. Ja, natürlich. Also da ist dringender Handlungsbedarf. Ich glaube, der Vosgerau beschäftigt sich auch mit dieser Thematik. Die Unsitte der Briefwahl, das ist ja in Amerika auch so ähnlich. Also da müsste man noch mal rangehen, finde ich. Aber ganz herzlichen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Das bestätigt ja die Stimmen, verlangen, dass man unbedingt zur Beobachtung ins Wahllokal gehen soll. Ich würde das auch empfehlen. Sie verraten damit zwar, in welche Richtung Sie gehen. Dann sagen die anderen Wahlhelfer, da will einer gucken. Das wird wahrscheinlich einer von der AfD sein oder sowas. Aber ich würde es trotzdem sehr empfehlen. Jetzt habe ich Herrn Borchardt, einen Diplom-Meteorologen an der Angel. Und zwar mit dem wunderbaren Thema, die kleine Eiszeit. Hallo, Herr Borchardt. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Winter. Guten Tag. Ich habe hier gerade mal gesucht. Ich habe hier die Unterlagen rumliegen, wie die Sache mit dieser Berichterstattung über diese kleine Eiszeit damals zustande kam in den Medien. Ja. Haben Sie Zeit? Bedingt. Aber eine Zeit lang geht schon, ja. Ja. Ich habe ja nach dem Thema verlangt, weil ich liebe ja Verschwörungstheorien in jeder Form. Und ich spiele damit eine Zeit lang, bevor ich sie verwerfe. Da können Sie mir vielleicht bei helfen. Ja, genau. Der Erste Weltkrieg war keine Verschwörung. Ja. Und da gab es einen Mathematiker, einen kroatischen Mathematiker namens Milutin Milankovic. Der Name klang aber nicht kroatisch, sondern serbisch, obwohl er in Kroatien geboren war und aufgewachsen ist. Und deshalb wurde er interniert und hat dann während seiner Internierung sich mit den astronomischen Tabellenwerken befasst. Ja. Und er hat dann ein Buch geschrieben, auf Deutsch, Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeitproblem. Ja. Das Buch wurde 1941 in Belgrad gedruckt, war gerade fertig mit dem Druck, sollte gebunden werden. Die ersten Belegexemplare waren fertig, und dann kam die deutsche Luftwaffe und hat die Belgrad bombardiert, inklusive der Druckerei. Ja. Es gab also nur eine Handvoll Bücher. Und als dann Jugoslawien besetzt wurde, haben ein paar deutsche Offiziere, die wohl eine geophysikalische Ausbildung haben, eines der Bücher in die Hände gekriegt, nach Deutschland geschickt. Dort ist das Buch dann hängen geblieben und kam dann irgendwann über Umwege nach Israel an eine Universität. Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Dort wurde es übersetzt und Ende der 1960er auf Englisch rausgebracht. Ja. Weil vorher war das Buch zwar auf Deutsch da, aber Deutsch war keine große Sprache mehr der Wissenschaft. Und als das Buch dann Ende der 60er rauskam, haben es zuerst mal plötzlich die Amerikaner das Buch zur Kenntnis genommen, und dann ging es in die Presse, so muss dann Anfang der 70er gewesen sein. Dann hat man das, oh Gott, Eiszeit. Aber warum genau, den Bezug auf Milutin Milankovic haben sie nicht gebracht. Ja. Und dadurch kam dann damals diese Panik mit der kleinen Eiszeit zustande. Ja, ich hätte hier auch noch den Link, aber das ist jetzt ein bisschen... Ja, aber was hat er denn geschrieben, Herr Milankovic?
Der Herr Milankovic hat die Zusammenhang zwischen den Bahnparametern der Erde, also wie die Erde Abstand zur Sonne, die Neigung, Winkel und ähnliches, wie die sich aufs Klima auswirken. Ja, ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen sehr detailliert. Die Details müssen wir, glaube ich, weglassen. Meine Frage war ja, ist es denn möglich, dass eine kleine Eiszeit vielleicht jetzt verdrängt wird wegen der Klimawandelhysterie? Was glauben Sie denn als Meteorologe? Ja gut, diese Klimawandelhysterie, ich weiß halt nur, dass die Begründung mit CO2, das ist CO2, was man Treibhauseffekt nennt, was aber eigentlich gar kein echter Treibhauseffekt ist, weil die Seitenwände fürs Treibhaus fehlen, ist nur ein Gasdacheffekt in gewisser Weise, dass dieses CO2 ziemlich klimaneutral ist. Also es ist so, wenn man das CO2 in der reinen Atmosphäre hat, hat es einen ziemlich starken Einfluss. Wenn man das CO2 dann in der Wasserdampfatmosphäre hat, wird der Einfluss schon extrem gedämpft. Ich ahne schon, lieber Herr Borchert, ich kenne das Buch von Herrn Fahrenhold über dieses Thema. Das ist sehr dick und sehr schwer. Also wir können da jetzt leider nicht in die Details gehen. Ich möchte nur einen Satz hören. Gibt's die kleine Eiszeit oder nicht? Die kleine Eiszeit, die gab's ja historisch, gab's ja eine kleine Eiszeit. Ja. Und Kommt die jetzt? Den Bahnparameter nach könnte es jetzt wieder kälter werden. Und das Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja, ja. Aber was glauben Sie denn persönlich? Glauben Sie, dass sowas denkbar ist, dass wir jetzt also alle auf die Erderwärmung warten, aber dass die Artikel aus den 90er Jahren recht hatten, dass jetzt erstmal ein bisschen kälter wird wieder? Die waren aus den 70ern, die Artikel. 70er. Ja. Ah ja, und die hatten aber nicht recht. Die war dann erfunden von dem Herrn, der da das Buch geschrieben hat. Nein, das ist korrekt. Das ist auch die Bahnparameter. Ja. Und nach seinen Bahnparametern, das müsst ihr jetzt im Regal wühlen, gab es Vorausrechnungen, dass irgendwann mal um die Jahrtausendwende wieder ein Abkühlungseffekt einsetzen würde, könnte. Sehr schön, das wollte ich hören. Ja. Ja, und ja, natürlich, und sowas passiert nicht so schnell. Ja. Das sind Parameter, die ändern sich über Hunderttausende von Jahren hinweg. Ja. Und da würde ich dann nicht unbedingt gerade sagen, jetzt in 2 Jahren und 7 Tagen wird's jetzt plötzlich kalt. Also das kann man so nicht machen. Also da gibt's auch viel zu viele Effekte, die puffern, die nachlaufen. Ich bin ja sehr froh, dass Sie sich benehmen wie ein Wissenschaftler, der also sagt, okay, wir wissen es nicht, die Modellrechnungen geben es nur bedingt her, wir müssen mal abwarten. Also Sie sind sehr skeptisch und machen keine klaren Aussagen. Das gefällt mir sehr gut, denn ich bin ja nur gewöhnt. Ich kann eine klare Aussage machen. Ja. Dieses Erdverglühen durch das CO2 in der Atmosphäre wird nicht stattfinden. Aha. Die sogenannten Kipppunkte mit dem Runaway Greenhouse Effekt werden bei uns auf der Erde auch nicht stattfinden, weil diese Kipppunkte gehen nicht übers CO2, sondern über den Wasserdampf. Aha. Und sie benötigen eine Solarkonstante von mindestens 2000 Watt pro Quadratmeter, die wir hier aber nicht haben mit unseren 1360 Watt pro Quadratmeter. Die Venus hatte das und deshalb hat die Venus diesen Runaway Greenhouse Effekt gehabt. Und bei uns auf der Erde, wir sind so weit weg schon, bei uns geht das nicht mehr. Aha, das werte ich jetzt als Laie, als eine gewisse Entwarnung, zumindest im Hinblick zum Klimawandel. Denn wir werden ja hier an der Nase rumgeführt mit diesem Klimawandel, dass wir unser Leben sehr, sehr stark ändern sollen, wegen dieser Geschichte, von der Sie jetzt sagen, okay, die Kipppunkte gibt es gar nicht. Also diese Kipppunkte gibt es bei uns nicht, weil wir halt dummerweise zu wenig Sonneneinstrahlung haben. Also gut, genau. Ist halt so. Uns fehlen um die 40% oder so. Genau. Also lieber Herr Borchert, ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen. Das ist toll. Das freut mich sehr, sowas mal zu hören. Also die kleine Eiszeit ist noch nicht fest jetzt prognostiziert hier von unserer Seite. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir haben sogar mit einem Meteorologen gesprochen. Und zur Erholung nach diesen ganzen Details würde ich vorschlagen, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Ja, wunderbar. Also wunderbare Musik immer, die Auswahl finde ich ganz toll hier.
macht die Regie, die ich übrigens kurz mal erwähnen will. Das ist die Regie, hat Oliver Höhn und die Technik besorgt ihr Jörg Reinke und Thomas Hoffmann. Und da bin ich sehr froh drum, weil sie machen zwar auch die Technik, aber sie therapieren mich auch. Sie beruhigen mich und nehmen mich ans Händchen, während der Oliver Höhn der strenge Regisseur ist. Gut, das muss natürlich so sein. Ich freue mich auf Herrn Sievert. Herr Sievert, sind Sie in der Leitung, ja? Hallo, Herr Winter. Hallo. Moin aus Kiel, Herr Sievert. Herr Winter. Ich lese hier, dass Sie Frauen und Islam interessiert. Ja, ja, also ich, die erste Anruferin, das letzte Woche bei Birgit Keller habe ich auch zugehört. Mhm. Und wir hatten ja dieses Kalifatsauftritt und das ist ja ein Thema. Ich habe da nur eine ganz kleine, so ein persönliches Erlebnis. Ich war im Taxi unterwegs dienstlich und hatte einen pakistanischen Taxifahrer. Ja. Und man kommt dann auch mal ins Gespräch und bei Muslimen ist das so, wenn man so ein bisschen die Bibel kennt, der Koran hat ja da auch so ein bisschen was abgegriffen, dann sind die immer ganz offen. Also es ist nicht so die Norm, dass der Abendländer noch die Heiligen Schriften kennt so richtig, ne? Yeah, yeah. Oder da so ein bisschen mitreden kann. Und es war so ganz spannend, es kam also der Taxifahrer, das kam irgendwie auf das Thema Frauen. Mhm. Und er kam dann, wir haben uns so ein bisschen also so über das Welt und Gott und die Welt und die Menschheit unterhalten im Hinblick auf diese Bezüge Religion. Und dann das hat mich also noch ziemlich getroffen. Dann war also so das Thema Frauen und Liebe und also er kam dann zu dem Resümee, also die Sexualität, also die Befriedigung des Menschen auf diesem Gebiet wäre ein noch größerer Hunger als Essen und Trinken. Ja. Und also favorisiert noch stärker, ein stärkeres Bedürfnis. Und er zitierte dann seinen Propheten, der meinte also dann in seiner Weisheit, also wenn in einem Dorf 100 Frauen leben und nur 25 Männer, dann müssen die Männer halt pro Mann so 4 Frauen, weil dieser Hunger muss auch irgendwo gestillt werden. Ja, ja, ja. Also, das hat mich also wirklich so aus der Überzeugung, und er sagte dann auch so, hier in Deutschland nach dem Krieg, also sein Bruder oder auch ein pakistanischer Mann hat das dann so erlebt, dass nach dem Krieg die Frauen also bereit waren, für einen Mann auch irgendwie was zu geben, um den zu bekommen, um auch wieder mal satt zu werden. Also das war für ihn so eine Überzeugung, die mich erstmal so ein bisschen, man hört sich das mal an und ist so erschüttert irgendwie. Ja, ja, also ich bin ja, muss ehrlich sagen, ich kenne ja ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich sagen würde, das stimmt. Ja, also, ich meine, vielleicht weckt auch manches den Eindruck, ich musste mich auch erstmal sortieren und darüber nachdenken. Ich meine, meine Sicht also als jetzt Abendländer wäre eher der, dass natürlich die Sexualität sehr stark sein kann, aber eher die größte Schwachheit des Menschen darstellt. Ja. Also nicht unbedingt den größten Hunger. Also ich habe so ein Bild vor Augen von so einer muslimischen Mutti mit 6 Kindern, das 7. im Kinderwagen und das 8. im Bauch. Und wenn ich in die Augen gucke, dann sehe ich diesen Hunger nicht mehr. Also das ist irgendwie, da läuft ein Film. Mhm. Das ist irgendwie, also diese männliche Wahrnehmung, dass man die Frauen also unbedingt sättigen muss, auch wenn sie das vielleicht nicht möchten, das fand ich schon ziemlich krass. Mhm. Das kann man sich natürlich schönreden. Ja, Sie meinen also, man soll auch jemanden sättigen, der vielleicht gar nicht geäußert hat, dass er Hunger hat? Nein, also ich meine, wenn der normale muslimische Mann denkt, der größte Hunger der Frau ist die sexuelle Befriedigung, sie wollen das ja, und man kann vielleicht im Westen auch den Eindruck bekommen, dass Frauen durch ihr Äußeres oder vielleicht auch was hier so im Fernsehen oder sonst wo geboten wird, dass so da so ein Eindruck erweckt wird, das sei so wichtig und eben nur primär ging es nur darum, um Sättigung, und das ist natürlich erschütternd, ne? Ja, ja, das ist deshalb neige ich ja dem Zen-Buddhismus zu, weil durch die Meditation, die ich da übe, erfährt dieser Hunger eine gewisse Dämpfung. Ja, das ist ein sehr interessanter Nebeneffekt. Gut, das ist natürlich eine andere, ist gar keine Religion, aber wenn es natürlich da, ich glaube ja sowieso, dass die Möglichkeit, mehrere Frauen zu haben, dass das damit zu tun hat, dass in der Historie im Islam es eine Zeit gab, wo es viele Frauen und wenige Männer gab, die mussten beschützt werden. Und dann wurde das erlaubt, die Vielweiberei. Da gibt es also das. Ich denke mehr mit diesem Beispiel, da wurden ja viele Kriege geführt, hauptsächlich von Männern. Ja, und man genau. Musste irgendwie für Nachwuchs sorgen. Also genau, es waren nur wenige Männer noch da. Es waren nicht so viele Frauen da, sondern nur noch wenige halt Männer. Mehr sättigen, damit auch mehr Kinder entstehen, weil die Verhütungsmittel waren ja damals auch nicht greifbar. Und
Also, das ist schwierig, aber... Das ist sehr schwierig. Also gut, Sexualität und Islam, da kenne ich mich nicht so aus. Aber es ist, scheint in diesen Ländern doch ein bisschen extremer zu sein, die Bedürfnislage, denn der Zwang zu verschleiern und zu verbergen ist ja stärker ausgeprägt. Insofern deutet das schon darauf hin, dass da offenbar mehr abgeht. Ja. Also Sie haben in diesen Ländern, meine Frau hat mal in Tadschikistan gelebt und das ist auch schwer islamisch geprägt und da ist das tatsächlich so gewesen wohl, dass die Frauen des Hauses, egal welche, also auch Töchter und so, dass die nie ohne Männerbekleidung aus dem Haus gehen durften. Ja. Da musste immer ein männlicher, wenn es nur ein Junge war, als Zeuge, als Aufpasser mitgehen. Tja, siehst du, da war so absolut und natürlich entsprechend gekleidet. Und ich meine, das gut, Kleidung ist jetzt ja, also ich meine, ein bisschen mehr Moral würde uns vielleicht auch nicht schaden. Es geht ja nicht nur um das Sexuelle, sondern eigentlich ist das ja ein Beziehungsmechanismus, der eigentlich schön sein soll. Also man könnte das auch als Liebe bezeichnen, aber das ist ja was Ganzheitliches, also mehr was ihr Zen-Buddhismus, also das ist ja mehr als nur einen Körper benutzen, sondern das sollte ja auch spirituell eine Beziehung von Leben oder damit irgendwie, das ist nur Teil einer Beziehung. Ne, Genau. Also dieser moralische Standpunkt, der ist natürlich sehr reizvoll am Islam. Ich habe jetzt diese Dame gehört, diese Frau Hübsch, die ich glaube bei Hart aber Fair dann vorgesprochen hat und den Islam beworben hat und erzählt hat, wie schön es ist, von einem weisen Kalifen geführt zu werden. Die Dame machte auf mich keinen sehr unglücklichen Eindruck und manchmal habe ich so die Ahnung, dass tatsächlich auch irgendwie dadurch die Regelung dieser Beziehungsgeschichten, dass das auch was Beruhigendes haben kann und auch zum Beispiel Familien stabilisiert und da durchaus positive Effekte hat. Na, auf jeden Fall sind die ja sehr familiär geprägt und auch wenn man also diesen Pflichten so nachkommt, ohne dass man da eingreift, vermehrt man sich ja auch stärker und das mehr Menschen, mehr Macht, ne? Ja, also ich habe ja drei Töchter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke oft über eine Burka nach, wenn die sich abends zurecht machen, um dann alleine in die Stadt zu gehen. Gut, sie fahren wenigstens mit diesen schnellen E-Scootern da durch die Gegend, da können sie wenigstens nicht so schnell gefangen werden, aber ich denke mir manchmal, oh Gott, jetzt eine Burka, das wäre echt klasse. Oder gleich ganz zu Hause Haram. Ja, genau. Okay. Ja, okay, also dann herzlichen Dank für diese interessanten Gedanken. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Es ist ja oft interessant, zum Beispiel, dass man jetzt Demonstrationen mit Kalifatsforderungen da sieht. Alle sind entsetzt. Aber wenn man einzelnen Angehörigen des Islam begegnet, im Taxi oder wo auch immer, das ist ja doch meistens sehr interessant. Also ich habe da schon sehr schöne Gespräche geführt. Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir hören noch ein klein bisschen Musik jetzt. Ja, so ist das, muss ich jetzt lernen. Wir stinken ja an heute Abend gegen ein tolles Fußballspiel Dortmund gegen Paris. Und da ist wohl die Anruffreude vor allen Dingen vielleicht, na, das ist ein Vorteil von Seiten der Männer, ein bisschen gedämpft, habe ich den Eindruck. Also ich bitte Sie dringend jetzt nochmal vom Fußball wegzukommen und die Nummer zu wählen 00800 00900 900. 00800 00900 900. Das wäre sehr schön. Ich interessiere mich natürlich, habe ich heute Abend gesagt, vielleicht ist auch das Thema so langweilig, für die kleine Eiszeit. Ich glaube, dass die jetzt kommt, das sehe ich an diesem Frühling und ich wollte Sie gerne fragen, was halten Sie davon, beziehungsweise wie weit glauben Sie selbst an das Klimawandel-Narrativ, das uns ja jetzt wirklich sehr viel Geld und Nerven kostet, denn jetzt geht es ja mit dem Stress los. Wir müssen ja tatsächlich jetzt unser Leben ändern, einschränken, verarmen, uns umgewöhnen mit allem bis aufs Butterbrot der
Schinken wird rationiert und so weiter. Also das sind ja ganz wilde Geschichten und ich persönlich fürchte, das ist wegen eines großen Hoax. Und da würde ich gerne mal wissen, was Sie dazu sagen. Und wir sind ja auch ein Dreiländersender. Das heißt also, wenn die Typen jetzt alle vom Fußball sitzen, Dortmund, Paris, dann können Sie vielleicht aus der Schweiz oder Österreich anrufen. Vielleicht haben Sie dann ein bisschen weniger Adresse und kommen zu mir. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Und Sie wissen ja sowieso, ich freue mich immer über Frauen. Bei Birgit Keller rufen Sie sowieso an, bei mir aber hoffentlich auch. Aber ich freue mich, denn ich habe tatsächlich einen neuen Anrufer, und zwar den Herrn Schnell. Hallo, Herr Schnell. Ja, guten Abend, Herr Winter. Guten Abend. Ja, die Eiszeit. Was soll ich dazu sagen? Ich habe von Anfang an diese ganze Klimageschichte nie geglaubt, so wie sie uns jetzt verkauft wird, ja, dass wir da irgendwas retten können oder schützen können, das glaube ich nicht. Ach so. Und was soll geschützt werden? Welches Klima? Welches? Ja. Und eigentlich ist das Klima von so vielen Faktoren abhängig, dass wir da keinen Einfluss haben. Es ist ja nicht nur von CO2, glaube ich nicht, dass CO2 irgendwas zu sagen hat in Bezug aufs Klima. Und das ist ganz nur Abzocke. So denke ich. Was soll da gerade wieder Reinhold Messner hat auch gesagt, das Klima kann man nicht schützen. Was soll man da schützen? Ja, vor allen Dingen, es ist ja wirklich, es zeichnen sich keine Anzeichen ab. Es müsste ja, gut, es gibt ein paar Hurricanes, wie immer, vor der amerikanischen Küste, und es gibt auch ein paar Hochwasser und ein paar Starkregengeschichten. Aber was uns da seit Jahrzehnten erzählt wird, das tritt ja alles überhaupt nicht ein. Ja. Aber wir sollen unser gesamtes Leben in die Hände der Experten geben, die uns dann alles verbieten. Da bin ich ein bisschen schlecht gelaunt. Ja. Das bin ich nicht gewöhnt. Da bin ich leider auch zwar zu jung, aber ein 68er, der sich nicht alles vorschreiben lässt und sich vor allen Dingen den Mund nicht verbieten lässt. Und das, ja, das gewärtigen wir jetzt ja alles durch diesen Klimawahn. Ja. Ja. Aber was glauben Sie denn, diese These, dass eine kleine Eiszeit kommt, halten Sie das unter Umständen für möglich? Nee. Also ich weiß es nicht, da kann ich genau. Ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich habe zu wenig, also ich bin kein Fachmann in diese Richtung, kein Meteorologe oder. Ja, die NASA hat das mal analysiert. Das ist schon mehrere Jahrzehnte her. Da wurde das dann prophezeit für 2023. Und ja, die ersten Folgen sind, also richtig kühl soll es dann werden 2024. Jetzt sind wir in 2024, aha, also im August, spätestens September, da wissen wir dann Bescheid, ob an der Geschichte was dran ist. Ne? Aber die sagen ja, trotz des kühlen Aprils oder was weiß ich was, im Februar haben sie gesagt, der wärmste Februar, der wärmste April, und jetzt sagen sie immer, der wärmste Monat. Ja, seit Menschengedenken. Ja, ja. Da kommt mir der Bernd Zeller, kennen Sie den Herrn? Ja. Der Bernd Zeller, der macht so Zeller Zeitung, der ist ein richtiges Genie. Ja. Und der hat jetzt mal über Braut geredet. Ja. Und hat gesagt, es ist die heißeste Braut seit Beginn der Aufzeichnung. Ja, aber das stimmt dann wenigstens. Ne? Also Dankeschön, Herr Liebel. Herzlichen Dank für diese Anregung. Merci. Ich freue mich. Na, es geht doch trotz Fußball hervorragend, dass Herr Liebel bei uns ist. Hallo, Herr Liebel. Ja. Hallo, ja, schönen guten Abend, Herr Winter. Guten Abend, hallo. Ja, die kleine Eiszeit, das ist eine gute Frage. Ich bin 1983 von der Donau weggezogen in den kalten Bayerischen Wald und habe dann nach jetzt 40 Jahren festgestellt, dass wir jetzt das gleiche Klima haben wie an der Donau. Also damals hat es 30 Zentimeter Schnee gegeben und es gibt jetzt maximal jetzt hier noch ab und zu in den Höhenlagen des Bayerischen Waldes. Ja. Die Milankovic-Zyklen und El Niño, Nino und was weiß ich, CO2 und so weiter, das können wir alles gerne diskutieren in den letzten Minuten. Aber ich denke, es wird wärmer und nasser. Ja, ja, okay. Ja, ja. Gut, das kann sein. Ja, ja, das könnten natürlich auch natürliche Schwankungen sein, nicht?
Das, ja, ich sehe das halt immer in diesem Zusammenhang mit den enormen autoritären Maßnahmen, die jetzt geplant werden, die sich global jetzt hier abzeichnen. Und das ist auf jeden Fall nicht wert. Selbst wenn jetzt 4 Grad wärmer, würde ich nicht denken, dass man sich das alles bieten lassen muss. Die Londoner haben gerade wieder ihren Bürgermeister wiedergewählt, der also ganz London zu einer verkehrsberuhigten Zone machen will. Und das sind ja alles Maßnahmen, wo man sagt, okay, hallo, muss das sein? Die Schotten haben aber dann wieder zurückgezogen jetzt. Ja, genau. Auch interessant. Aber ich denke mal, früher fuhr ich in den 80er Jahren noch zum Volksfest, stellte mein Auto ab und irgendwann, Jahre später, kam dann jemand und sagte, das kostet jetzt 2 Mark. Ja. Und dann sagte ich, ja, ich stelle doch nur mein Auto hin. Und wie immer, nein, das kostet jetzt Parkplatzgebühr. Ja. Und dann kam Wasser, dann kam Strom, dann kam Energie und jetzt ist die Luft auch schon dabei. Ja, natürlich. Ja, die CO2-Steuer steigt permanent an. Hm? Man kann es nicht mehr greifen. Es ist einfach nur wie Klima, einfach ein Konstrukt, das man einfach nicht mehr rational nachvollziehen kann. Und wir kümmern uns drum und ihr zahlt. Ja, wir hatten ja jetzt eben vorhin diesen interessanten Hörer, diesen Meteorologen, der da gesagt hat, er weiß nicht, was kommt. Die Parameter sind alle sehr unterschiedlich. Es könnte in diese Richtung gehen, es könnte in diese. Das will ich natürlich hören. Wenn man aber Aufnahmen. Ja, aber wenn der IPCC. Jeder kann das von der NASA und so weiter und die Zunahme der ganzen Wetter, Starkwetterereignisse und so weiter, Tsunamis und Tornados und so weiter. Jeder kann seine Meinung gerne kundtun und keiner weiß, wer da überhaupt. Ja, die Starkwetterereignisse nehmen ja nicht zu. Ja, das ist ja tatsächlich Propaganda. Bitte? Ja. Ja, die nehmen nicht zu. Es ist also statistisch, es ist Humbug. Aber die Propaganda ist halt viel weiter und viel weiterführend beziehungsweise weitreichender in der Bevölkerung, dass das Ganze mehr ankommt. Ja, und wer kümmert sich schon um Farnholt oder Eike oder irgendwelche? Ja, ich habe heute Abend werde auch Schwierigkeiten bekommen, weil ich hier offensichtlich dem Klimanarrativ nicht folge. Wie? Also hier nicht hier im Haus. Nein, von Philipp Hopf schon. Ja, genau. Da bin ich, so weiß ich gar nicht, was der denkt, aber ich denke schon. Das weiß ich. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Also, eine gespaltene Persönlichkeit. Nein. Aha. Sehr gut. Wirklich. Wunderbar. Das Woche extrem gut. Das freut mich sehr. Ja. Klasse. Wo wohnen Sie denn, dass ich da mal hinfahre? In der Gegend von Freyung. Freyung. Im Wald an der Dreiländereck Deutschland, Österreich, Tschechien. Ja, siehst du, wunderbar. Da sage ich das sehr schöne Grüße jetzt nochmal hin. Haben Sie noch einen schönen Abend und machen Sie sich nicht zu viele Sorgen wegen des Klimas. Das passt schon. Gell? Gut. Es gab ja mal, und deshalb bin ich so ein bisschen da auf dem Thema drauf, diese Hieronymus Bosch Bilder, ich weiß nicht, wann waren das, 17. Jahrhundert, wo es in ganz Holland furchtbar kalt war. Da sieht man also diese Bauern da Schlittschuh fahren und es muss wahnsinnig kalt. Es war auch kalt in der Zeit. Es gab Missernten, es waren konfliktträchtige Zeiten. Das waren auch kleine Eiszeiten. Und genauso gab es natürlich auch dieses mittelalterliche Optimum, wie es heißt, wo es, glaube ich, auch 100 Jahre oder so oder sogar noch mehr als 100 Jahre 4 Grad kälter war global als jetzt. Und da ging es den Leuten richtig gut. Da gab es in England Riesling. Ja, also das sind die positiven Effekte. Und deshalb halte ich die Idee, dass vielleicht doch durch Sternenkonstellationen, durch Sonneneinstrahlungszyklen und diese Dinge, dass da vielleicht mal wieder was sich ändert. Ja, und darüber nachzudenken, dafür hören wir jetzt ein klein bisschen Musik noch, bitte. Ja,
Die doppelte Sichtweise ist wirklich interessant. Der Wahlkampf hat begonnen. Es gibt Kalifat-Demonstrationen in Hamburg und Frau Faeser guckt noch nicht mal vom Sofa auf, so ungefähr, die irgendwelche Rollator-Typen sind monatelang oder Herr Ballweg sind monatelang in Hochsicherheitsgefängnissen. Und dann kommt ein Jugendlicher, der verhaut einen SPD-Politiker beim Wahlkampf und wahrscheinlich gibt es am Samstag wieder Demos gegen rechts. Ja, also ich mache mir da wirklich Gedanken um die Gesundheit der Leute. Denn es wird ja jetzt so sein, dass hinlaufen zu den Wahlen muss ja viel Gewalt von rechts passieren. Ich nehme an, dass da vielleicht sogar für gesorgt wird. Um Gottes Willen, das sind jetzt Vermutungen, die ich hier so äußere. Aber wenn jeder einzelne Schläger gegen einen SPD-Mann so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dann würde ja, wenn es umgekehrt wäre, die AfD schon längst in absoluter Mehrheitslage. Ja, da ist das gar nicht so schlimm. Mir gefallen besonders gut, das habe ich jetzt immer wieder gesehen bei meinen Straßenumfragen, die Omas gegen rechts. Ja, und ich frage mich, ich wollte Sie fragen, wogegen sind Sie denn genau? Und mir wurde aber keine Antwort gegeben, weil ich ein Kontrafunkmikrofon hatte. Aber mir ist es dann aufgegangen, als ich Frau Esken gesehen habe im österreichischen Fernsehen, die kämpfen gegen die Nazis. Ja, und es ist mittlerweile gelungen, dass zum Beispiel die AfD als Nazi gilt. Das ist ganz normal in verschiedenen Kreisen, gegen die man alles machen darf. Alles genau wie bei Trump. Ja, also das sind so die Sachen, die mich diese Woche ein klein bisschen beeindruckt haben bei meinem Straßeninterview. Das nächste kommt ja am nächsten Sonntag. Da empfehle ich sehr, morgens die Sonntagsrunde in Kontrafunk zu hören. Das ist Pflicht. Und dann gleich natürlich auf die Straße zu schauen, was der Akimov für Geschichten dort eingesammelt hat. Heute ist Fußball. Wir hatten heute nicht so einen extremen Andrang wie sonst. Sehr nette Gäste trotzdem, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Ich wünsche Ihnen noch sehr viel Spaß beim Fußball, wenn das Spiel noch läuft und ich hoffe sehr, dass wir uns nächsten Dienstag wieder hören. Dann bin ich nämlich wieder dran, weil die Birgit jetzt auch zweimal dran war und dann können sie wieder Winterzeit und dann können wir mal gucken, ob das Wetter besser geworden ist und mal sehen, was bis dahin alles passiert ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit und sage für heute Abend Tschüss. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio